Hallo, herzlich willkommen bei Aurum Cordis Kompetenzzentrum für Hochsensibilität. Mein Name ist Jutta Böttcher und ich leite dieses Institut seit 12 Jahren. Und zusammen mit meiner Kollegin Vera Steißlinger freuen wir uns jetzt für euch, ein Webinar geplant zu haben, das das Thema Hochsensibilität nochmal erweitert. Und da möchte ich jetzt erstmal Vera auch als Wissenschaftlerin einladen, nochmal darzulegen, was auch gerade ihr Beitrag für dieses Webinar ist. Vera forscht zwar nicht in dem Bereich von Hochsensibilität, aber sie ist als Wissenschaftlerin geübt darin, Studien zu lesen, Ergebnisse zusammenzufassen und daher auch wissenschaftliche Sichtweisen für uns erschließen zu können. Vera, vielleicht magst du ein bisschen was dazu sagen. Ja, gerne. Also, als ich angefangen habe, mich persönlich mit dem Thema zu beschäftigen, Hochsensibilität für mich zu entdecken, habe ich auch gerne immer gleich dahinter geguckt und mal geschaut, was es denn da so in der Forschung dazu zu lesen gibt. Und das Spannende ist, dass ganz viele verschiedene Disziplinen dazu geforscht haben und es jetzt auch in der Betrachtungsweise von Hochsensibilität aus diesen verschiedenen Blickwinkeln ganz interessante Sachen zu berichten gibt. Zum Beispiel aus der Evolutionsforschung oder aus der Genetik, aber auch aus der Neurowissenschaft. Und da ist eine spannende Schnittstelle zu auch unserer Arbeit hier bei Aurum Cordis. Und zwar ist das, was man bisher aus den Neurowissenschaften über Hochsensibilität hört, ganz viel mit der Frage verknüpft, was passiert denn im Gehirn bei Hochsensiblen. Wir verknüpfen das jetzt nochmal wieder mit der Funktionsweise unseres autonomen Nervensystems, sodass also diese beiden Faktoren, diese beiden Welten sehr stark zusammenspielen und wir gucken, wie können wir da sogar unseren Körper zu unserem Verbündeten machen in dem Umgang mit Hochsensibilität und dem Thema, was mache ich mit meinem leicht erregbaren oder vielleicht auch dauerhocherregten Nervensystem? Ja, da danke ich dir. Das ist, finde ich, ein total wichtiges Thema, weil es ja für viele hochsensible Menschen auch so ist, dass ihr scheinbar autonom reagierender Körper auch eher ein Ort des Erschreckens sein kann. Und jetzt noch mal mehr zu verstehen, welche Sprache er da eigentlich spricht und wie wir damit umgehen können, ist sicherlich auch ein wichtiger Inhalt dieses Webinars. Genau, und das beschränkt sich nicht nur auf meine Arbeit. Jutta arbeitet auch im Grunde in genau diesem Kontext auf eine andere Art. Und zwar lädst du die Herzintelligenz ein. Wie machst du das? Ja, ich finde das Thema der Herzintelligenz sehr spannend. Mich hat schon lange befasst oder interessiert, dass das Herz eigentlich unser stärkstes Wahrnehmungsorgan ist. Und dass das etwas ist, was hochsensible Menschen intuitiv eigentlich immer nutzen, ohne darüber eine Wahrnehmung zu haben. Und in der Herzarbeit, ich möchte sie mal so nennen, erreiche ich eigentlich drei Ebenen. Ich kann mit der Arbeit des Herzens lernen, meinen Stress besser zu regulieren. Ich kann aber auch bemerken, welche Emotionen mich eigentlich zu welchem Verhalten bringen und wie ich eine Änderung dessen herbeiführen kann. Und nicht zuletzt ist das Herz eben auch der Sitz unserer Seele, also die Pforte zu unserer spirituellen Dimension. Und wir haben auch in langen Jahren der Ausbildung zum Beispiel zu integralen Gesundheitscoaches immer wieder erleben dürfen, was es heißt, wenn hochsensible Menschen ihr Innen und ihr Außen miteinander verbinden können. Wenn tiefe innere Wertekonflikte enden können und ein stimmiger Übergang von der inneren Befindlichkeit in die äußere Wirksamkeit gelingen kann. Und auch dahin wollen wir in diesem Webinar schauen. Genau, und das ist ja auch das, was wir schon beschrieben haben, was ein Anliegen ist in diesem Online-Seminar, dass wir mit euch auch erfahrbar machen, wie es gelingen kann, diese hohe Wahrnehmungsfähigkeit dann auch als Kraft zu nutzen. Und das hat auch wieder ganz viel zu tun mit dem Zustand, der in uns herrscht, der auch mit moderiert wird von unserem autonomen Nervensystem. Und unser autonomes Nervensystem erlaubt uns dann zum Beispiel mehr oder weniger Bewusstsein
gerade zu entwickeln in bestimmten Situationen, was uns dann auch wieder befähigt, eine spirituelle Anbindung zu haben, in Begegnung gehen zu können oder eben auch einfach unser Tagesgeschäft gut erledigen zu können, ohne dass wir abends völlig erschöpft auf dem Sofa zusammenbrechen müssen. Also wenn all diese Aspekte für euch spannend klingen und ihr Lust hättet, weiter da hineinzugehen, mit uns einzutauchen in einem Wochenende, dann würden wir uns ganz doll freuen, wenn ihr vom 1. bis zum 3. April mit dabei wäret. Wenn ihr noch weitere Informationen sucht, könnt ihr uns sowohl telefonisch erreichen unter der Nummer von Aurum Cordis, die ihr auch im Internet unter der Seite www.aurum-cordis.de findet. Und selbstverständlich findet ihr unter Rubrik Veranstaltung dort auch eine nähere Beschreibung für dieses Webinar.